Der finale dritte Teil der Guardians of the Galaxy Trilogie von James Gunn ist nun endlich im Kino. Neben all der Action, Comedy und den durchaus herzzerreißenden Szenen hat man es sich natürlich nicht nehmen lassen, ein paar Easter Eggs, Anspielungen und Gastauftritte für das aufmerksame Publikum einzubauen. Welche wir gefunden haben und davon am besten finden, zeigen wir direkt nach dieser kurzen Spoilerwarnung. Wenn ihr Guardians of the Galaxy Volume 3 noch nicht gesehen habt und oder selbst auf Easter Egg Suche gehen wollt, schaut ihn euch an und kommt danach direkt wieder her, um zu überprüfen, was ihr eventuell übersehen habt. Kevin Bacon ist für Peter Quill ja schon immer ein Held, weshalb es umso lustiger war, ihn im Holiday-Special der Guardians zu sehen. Genau dieser Auftritt wird in der zweiten Post-Credit-Scene aufgegriffen. Als Peter mit seinem Großvater gemütlich am Tisch sitzt und unterhält, liest sein Opa eine Zeitung. Darauf ist auf Seite 1 die Titelstory: Von Aliens entführt, Kevin Bacon packt endlich aus. Nach Kevin Bacon gibt sich Star-Lord erneut als ein Schauspieler aus seiner Kindheit aus. Als er Eura, eine Mitarbeiterin von OrgoCorp, überzeugen möchte, ihnen zu helfen, stellt er sich als Mr. Roadhouse und Dirty Dancing himself vor. Patrick Swayze. Ein Funfact am Rande: Wenn euch Eura irgendwie bekannt vorkommt, liegt es sicher daran, dass ihr sie in Guns The Suicide Squad als Redcatcher 2 gesehen habt. Auf Nowhere bekommen wir einen kurzen Blick auf ein Kartenspiel, bei dem reichlich bekannte Gesichter am Tisch sitzen. Es gibt nicht nur ein Wiedersehen mit Christopher Fairbank als Händler aus Teil 1, der damals Quill den Orb mit dem Power Stone abgekauft hat und von Yondu schikaniert wurde, sondern auch Howard the Duck schaut mal auf Nowhere vorbei. Außerdem ist James Gunns langjähriger Freund und Troma-Filmgründer Lloyd Kaufman erneut zu sehen. Nachdem er im Gefängnis in Teil 1 schon als Insasse rumbrüllen durfte, spielt er hier als Alien Griddle Mob Karten. Mit Marvel-Chef Kevin Feige legt man sich normalerweise nicht an. Außer man hat eh nichts mehr zu verlieren, weil man wie James Gunn zu DC, also der direkten Konkurrenz, wechselt. In der Szene, als Nebula versucht, die Autotür zu öffnen, sich aber in Peters Augen einfach zu blöd dafür anstellt, rutscht ihm ein Fuck raus. Da James Gunn das so passend fand und ihm die amerikanische Altersfreigabe PG-13 genau ein Fuck im Film erlaubt, sollte es eben drin bleiben. Zuvor wurde das Wort immer irgendwie ausgeblendet, zum Beispiel am Ende von Spider-Man Far From Home, als Nick Fury sich in Infinity War auflöst und als Schild in der Sprache der Skrulls in Groots Zimmer. In einem Interview mit Jimmy Kimmel hat Chris Pratt erzählt, dass Feige Folgendes zum Regisseur sagte: Du möchtest doch nicht der Erste sein, bei dem in einem MCU-Film Fuck gesagt wird, oder? Und Gunn konterte locker: Natürlich, du solltest mich besser kennen. Wir haben Groot bei seinen Auftritten in allen möglichen Formen gesehen. Als Erwachsener und Baby in Volume 1, als Teenie in Infinity War und aktuell als aufgepumpter Mid-20er in Volume 3. Doch in der Mid-Credit-Scene mit all den neuen Guardians hat er sich erneut weiterentwickelt. Zu King Groot. Dabei erlaubt sich Marvel wieder mal ein paar Freiheiten im Vergleich zur Comicvorlage. Da King Groot dort ein machthungriger Kriegsherr ist, nie mit Rocket in Berührung kam und auch kein Mitglied der Guardians war. Und noch ein Freund von Gunn und Wiederkehrer im Guardians-Universum. Im ersten Film sahen wir ihn als blauen Gefangenen, der sich mit Quill anlegt und dadurch von Groot einen Einlauf bekommt. Auch in Teil 2 hätte er als Simon Williams, aka Wonder Man, zu sehen sein sollen, aber das wurde gestrichen. Nun darf er in Volume 3 aber endlich in einer größeren Rolle auftauchen und den Guardians als Master Kaya das Leben schwer machen. Wenn ihr Guardians of the Galaxy Volume 3 auf Englisch sehen solltet, könnte euch die Stimme von Lila bekannt vorkommen. Linda Cardellini, die wir im MCU bisher als Laura Barton, also Ehefrau von Hawkeye, kennen, spricht nun die Otterfreundin von Rocket Raccoon. Wir kennen sie als Agent Emilia Harcourt aus The Suicide Squad und der Spin-off-Serie Peacemaker. Nun hat James Gunns Ehefrau und Schauspielerin Jennifer Holland in einer kleinen Rolle auch den Weg ins MCU gefunden. Als Administratorin Quoll ist sie für die Sicherheit bei OrgoCorp zuständig, also der Fabrik des High Evolutionary. Nachdem Ego Quills Walkman in seiner Hand zerquetscht hat und Peter dadurch die Mixtapes seiner Mutter nicht mehr hören konnte, bekam er am Ende von Volume 2 von Kraglin einen Zoom-Player, den ihm eigentlich Yondu schenken wollte. Diesen Zoom-Player bekommen wir in Volume 3 natürlich auch wieder zu sehen und merken, wie wichtig er für Quill geworden ist. Er setzt dafür nicht nur sein Leben aufs Spiel, er schenkt ihn sogar Rocket, als er ihn zum Captain der Bowie macht, um ihm wiederum zu zeigen, wie wichtig er ihm ist. Apropos Musik. Um der gesamten Trilogie einen runden Abschluss zu geben, nutzt James Gunn nicht nur sein fabelhaftes Händchen für den passenden Soundtrack, sondern zitiert sich sogar selbst. Der erste Song, den wir von Quills Walkman in Volume 1 zu hören bekamen, wird auch von Rocket in der Mid-Credit-Scene von Volume 3 über den Zoom-Player abgespielt. Come and Get Your Love von Redbone. Das war es erstmal mit den Easter Eggs, Anspielungen und Gastauftritten an dieser Stelle. Aber natürlich war das noch längst nicht alles. Viele weitere findet ihr natürlich auf kino.de.